und ist in der vergangenen Woche in den Boxring gestiegen, um sich neuen Biss, neue Aggressivität von Boxstar Sebastian Silvester abzugucken. Mal schauen, ob es was gebracht hat. Und wenn nicht, dann sind bei Hansa Rostock im Moment zum Glück auch andere da. Mehr dazu von Ihrem Reporter Carsten Pitschika. Da hat Hansa Rostock zum Beispiel Zawa Jelen, der erzielte 3 Tore in den letzten beiden Spielen und seine Entwicklung ist kein Zufall. Er ist das 6. Talent, das unter Frank Fagelsdorf den Sprung aus dem Nachwuchs in den Profikader schaffte. Das soll Rostocks Weg sein, um zurückzukehren in die erste Liga. Hansa in Blau-Weiß, Burghausen in Schwarz-Rot. Tim Sebastian mit dem Rückpass und Schober, der schießt Bogavac an, 3. Minute. Der Rasen im Ostseestadion tief, nass und holprig. Trotzdem sollte Schober sich da mehr konzentrieren. Fred Abinger reiste heute ohne 8 nach Rostock, ohne 8 Verteidiger. Seine Mannschaft deshalb sehr defensiv aufgestellt. Mit einer Viererkette plus Bonimeier als absichernder Libero. Eingestellt war Wacker aber offensiv. Die suchten die Flucht nach vorn, pressten und holten so den Eckball in der 12. Minute raus. Schnell und kurz ausgeführt zwischen Schmidt und Bogavac. Schmidt und bewusstes Wachrütteln nach dieser Aktion von Enrico Kern. Hansa in den Anfangsminuten unter Druck. Ein Spaziergang war es bis hier nicht. Zum ersten Mal dann Rostock. Stefan Beinlich mit dem Freistoß. Gospo Darek 20 Minuten mittlerweile gespielt. Es war Hansas erste Torschance in diesem Spiel. Sie hatten in Rostock an diesem Wochenende gerechnet. Auf 8 Punkte könnten sie den Vorsprung auf einen Nicht-Aufstiegsplatz mit einem Sieg schrauben. Der Dreier war fest eingeplant, doch Burghausen spielte hier die Musik. Lastowka. Burghausen in der ersten halben Stunde überlegen, aber wie so oft bei Wacker Torschüsse gab es genügend, doch die Quote stimmte wieder nicht. Jetzt Hansa mit Bülow. Lange setzte nach. Zawa Jelen mit dem Auge für Dorn. Und Gospo Darek streckt sich. Rostock war aufgewacht, indem sich Hansa auf die Offensivqualitäten besann, die eigenen Fehler minimierte und vor allem Burghausen mit Pressing attackierte. So fanden die Norddeutschen in dieses Spiel. Vorbereiter dieser Dornchance war Zawa Jelen. Seine Spezialität ist klar, der genussvolle, der geniale Freistoß. Doch technisch ist der 20-Jährige auch ein Riesentalent. Zum Ende der ersten Hälfte hatten sich beide Mannschaften neutralisiert. In den Schlusssekunden des ersten Abschnitts aber noch einmal Burghausen. Mit Bogavac. Niku, der zieht in den Strafraum, in den 16-Meter-Raum. Nicht vom Ball zu trennen. Niku und Fink verpasst am langen Pfosten. Die stabilste Defensive der Liga, die von Hansa Rostock, wackelte heute mächtig. Beinlich und Glätzern hier zwar gegen Niku im Tackling-Versuch, doch sie wussten nur zu genau. Ziehen sie durch im 16er und treffen nicht den Ball, gibt es Elfmeter für Burghausen. Tore, somit 0:0 zur Pause. Glücklich für Rostock und Frank Fagelsdorf. Es gab Pfiffe im Ostseestadion. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Nicht. Einwurf für Wacker. Burkhardt. Fink. Lässt schön durch auf Niku und der mit Zug zum Tor. Immer wieder Niku, nicht vom Ball zu trennen. Und immer wenn der antrat, mit seiner Dynamik schwamm Rostock. Sebastian klärte hier diese Unterzahlsituation. Auch zu Beginn der zweiten Hälfte machte Wacker das Spiel. Lastowka wird nicht angegriffen. Verlängert auf Bogavac. Burghausen hätte eine Auswärtsführung zu diesem Zeitpunkt verdient gehabt. Rostock mit Dusel zum 12. Mal in dieser Saison. Retteten jetzt Latte oder so wie hier Pfosten für Hansa. Kein Abseits. Hartmann holt das auf. Ideen waren gefragt bei Frank Fagelsdorf. Es gab Gesprächs- und Handlungsbedarf.
Für Bülow kam bei Rostock dann in der 63. Minute Chapeau Sade und für Radgeb Schied neue offensive Ausrichtung. Dadurch bei Hansa mit dem Effekt. Hartmann setzte dann nach und zwar dann hier Schied mit seiner ersten Ballberührung. Burghausen verteidigte energisch und kompakt. Tolles Nachsetzen hier von Hartmann, der heute zum ersten Mal von Beginn an spielen durfte, der ehemalige Nationalspieler. Und dann Marcel Schied. Für Burghausen wurde es dann noch bitterer. In dieser Aktion verletzte sich Hrvoje Vukovic. Verdacht auf Kreuzbandriss, Abwehrspieler Nummer 9 fiel bei Wacker somit aus. Damit nahmen heute zumindest mehr Fans diese Weiterreise nach Rostock auf, als Arvinge die nächste Woche Spieler zur Verfügung hat. Die Partie zog sich dann hin, das Niveau wurde äußerst dünn. Hansa zeigte, dass sie doch noch nicht zur alten Hinrundenstabilität gefunden haben. Hartmann in der 71. Minute, dieser Versuch schon einer der besseren. Immer wieder Burghausen. Sie blieben das bessere Team, weil Hansa die Ballverlustquote, die eigenen Fehler nicht abschnellen konnte. Toleski auf Nico, immer wieder Nico und Schober hielt hier großartig. Daumen hoch vom besten Burghauser Maximilian Nico für den Rostocker Keeper Matthias Schober. Burghausen spielte hier nicht auf Punkt, sondern selbst in der so aussichtslosen Tabellensituation auf Auswärtssieg. Nikos Leistung war heute ein klarer Beweis seiner Zweitligatauglichkeit. Spielerisch ging bei Hansa wenig. Vielleicht helfen dann ja Standards. 9 Minuten vor dem Ende, da haben sie einen genialen, der eigentlich immer einspringt, wenn bei Kern und Co. nichts läuft. Sie haben Sava Jelen. Der Junge springt eben normalerweise ein, aber noch nicht immer. Und auch Sava Jelen hatte zu Beginn des Jahres sein Tief, doch dann kam die Nominierung für die türkische U21 und seitdem ist beim 20-Jährigen der Knoten geplatzt. Diese Euphorie nahm er mit in die zweite Liga. Von diesem Jungen hören wir noch. Keine Zeit zum Verschnaufen für den Aufstiegskandidaten. Das erfolgloseste Profiteam 2006 übte viel Druck aus. Und immer wieder war es Nico. Er allein hätte Burghausen heute aus der Krise schießen können. Dramatik dann in der Schlussminute. Schober. Gletson verlängerte. Tim Sebastian. Und dann Burkhardt gegen Kern. Schiedsrichter Schemper-Zauber gab keinen Strafstoß. Und das war ein Fehler. Hansa hätte hier Elfmeter bekommen müssen. Burkhardt legt seinen Arm auf Kerns Schulter, drückt ihn. Das ist Strafstoß. Einziger, aber gravierender Fehler des Schiedsrichters. 0:0 dann am Ende. 0:0 trennen sich Rostock und Burghausen, hilft beiden Mannschaften nicht. Beide Teams ärgerten sich dann aber bei Felix Schwadorf über die verlorenen Punkte. Zuerst einmal mal froh, dass wir wieder ein kleines Erfolgserlebnis hatten nach den mageren Wochen. Und ich glaube, wir haben heute die Leistung vom letzten Wochenende gegen Fürth bestätigt. Und wir hätten tatsächlich einen Dreier machen müssen heute. Das ist natürlich wirklich in unserer Situation sehr tragisch. Ich denke, wir haben viel gekämpft, gut nach vorne gespielt, viele Chancen gehabt, hinten gut gestanden und dann leider nicht das Tor gemacht. Und schön spielen, wie Sie schon gesagt haben, bringt uns keine Punkte. Wie traurig stimmt Sie das, dass Sie den Vorsprung nicht weiter haben ausbauen können? Das war eigentlich unser Ziel und das haben wir nicht geschafft. Und darum ist die Enttäuschung natürlich groß. Wir haben zwar einen Punkt wieder gut gemacht, aber wir hätten natürlich gerne den 8-Punkte-Vorsprung gehabt und nicht den 6-Punkte-Vorsprung. Fazit der Partie, Hansa kommt oben nicht deutlicher weg und Burghausen unten nicht dicht daran. Ja, schwer zu durchschauen, Hansa Rostock im Moment. Da gewinnen sie am vergangenen Montag in Duisburg und heute nur ein Unentschieden zu Hause gegen die schlechteste Rückrundenmannschaft bislang
Wacker Burghausen. Wie auch immer das zu erklären ist, Fakt ist, Hansa Rostock hat eine sehr gute Chance verpasst, sich abzusetzen von den Nicht-Aufstiegsplätzen. Also wir suchen nach wie vor die beste